Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Stinchen und Eiko Weiß, die sich in Enedwaith befinden. Da hat man schon blinken sehen. Bingo Boffin wartet auf uns und wir freuen uns auf ein neues Abenteuer. 6 sind es noch mit heute an der Zahl und ich hoffe, nein, ich sag nichts. Nein, ich sag nichts, was ich hoffe. Ich sag lieber nichts. Wir schauen einfach mal, was er sagt. Hallo Bingo, ich hoffe, dir geht's gut. Na? Ich hatte gerade eine äußerst merkwürdige Unterhaltung. Ach, da bin ich aber froh, dass wir heute kein Englisch haben. Sonst blamier ich mich wieder. So, Stinchen, ich hatte gerade eine äußerst merkwürdige Unterhaltung. Ein Mann im Dorf hat mich gefragt, was mich aus dem düster Italien hierher geführt hat. Jawohl. Ihr, die mich länger verfolgt, wisst, um was es geht. Ich habe noch nie von diesem Ort gehört, ganz zu schweigen davon, dass ich jemals dort war. Das habe ich ihm auch gesagt und wisst ihr, was er darauf meinte? Er glaube, ich hätte sicher einen Schlag auf den Kopf gekriegt. Und es nur vergessen. Und so weit von der Wahrheit ist das ja auch nicht entfernt. Nach meiner klatschnassen Reise durch die Höhlen unter dem Nebelgebirge werde ich gar nicht gerne an meine Vergesslichkeit erinnert. Ich bin jedenfalls ganz sicher, dass ich noch nie im Düstertal war. Aber glaubt ihr, dass es dort vielleicht noch andere Hobbits gibt? Ich finde, wir sollten dem höchstpersönlich auf den Grund gehen. Ja, finde ich auch. Dem sollten wir mal auf den Grund gehen. Findet das Dorf im Düstertal? Na, ist doch nichts leichter als das. Ja, es sei denn, ihr wart noch nie da. Dann könnte es schwierig werden. Aber doch nicht so schwierig, denn es ist ein Ring verzeichnet. Also diesmal keine verzweifelte Suche, sondern einfach ein Folgen des Ringes. Ich habe natürlich den Stallmeister dort schon entdeckt und kann mich jetzt auf die Reise dorthin begeben, allerdings nur auf die langsame. Habe ich nicht entdeckt? Ich habe den damals nicht angeklickt. Na, ist ja auch nett. Okay, gut. Nee, also Mithril gebe ich dafür nicht aus. Da reite ich jetzt dann doch selber hin und dann sehen wir uns gleich da. Also, nochmal gucken. Da sehen wir uns im Düstertal. Bis gleich. Ich schwinge mich mal auf mein Ross hier und dann geht das los. Bis gleich. Auf zu den Hobbits. Yeah! So, da bin ich auch gleich. Yeah! Entschuldigung, Hobbit. Jetzt bin ich dir oft noch aufs Dach gestiegen hier. Das wollte ich nicht. Na, was sagt man dazu? Hier im Düstertal leben Hobbits. In the Gloom Glens. Ach, ist ja auch ein netter Name. Weißt du was? Hobbits leben hier in den Gloom Glens, also im Düstertal. Wie viele Meilen sind wir doch gewandert, gereist aus dem Auenland? Mehr als ich sagen kann. Without a fair bit of thought, and yet here is a settlement. Und mehr als ich denken kann, und hier ist eine Siedlung der Hobbits. Und er lacht plötzlich. Was würde wohl der alte Milo Goodbody? Ja, weiß ich nicht, wer das ist. Milo? Gut. Weiß ich nicht. Dazu sagen, über diese Entdeckung, Stinchen. Es scheint, dass dort andere Hobbit-Dörfer überall irgendwo außerhalb sein könnten. Und nicht nur im Auenland oder in Bre, sondern auch darüber hinaus. Ja, Bingo. Und weißt du was, ich wusste das schon, aber ich habe das Gefühl, ich bin tatsächlich mit Stinchen hier tatsächlich noch nicht gewesen. Doch, bin ich gewesen. Bin ich doch gewesen, oder? Ich habe Enedwaith nicht erworben tatsächlich. Gut, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls war ich schon oft hier mit dem einen oder anderen. So, und wir sollen jetzt sprechen mit den beiden hier. Mit Rus Kornschutur. Hat er sonst einen anderen Namen? Ein Vetter aus dem Norden. Nun, da ihr schon hier seid, wieso macht ihr euch nicht nützlich? Nee, das ist die andere Aufgabe. Das nehmen wir nicht, sondern natürlich mehrere Gänge. Was ist euer Anliegen bei den Starren? Ihr zwei beide scheinen nett zu sein, aber ihr seht auch ziemlich gefährlich aus, das steht fest. Er sagt, sein Name sei Bingo, aber das klingt für mich nicht nach einem Namen, auch wenn es natürlich möglich wäre. Und Stinchen? Das soll wohl ein Witz sein. Verwandte aus dem Norden? Nun ja, der Schulze wird sicher mit euch sprechen wollen. Okay. Und du? Was bringt euch nach Maurtulhau?
der hieß Ruß, ne? Genau. Ich hoffe, ihr werdet Ruß entschuldigen. Erscheint Bumpkin. Was ist denn ein Bumpkin? Weiß ich nicht. Weiß ich doch nicht. Also, naja, gut. Er scheint irgendwie auf jeden Fall sich schlechter zu benehmen als ein Bumpkin. Also, bitte drunter schreiben, was es ist. Ich weiß es nicht. Trottel oder sowas vielleicht, weiß ich nicht. Aber er ist uns lieb und teuer. Auch wenn es nicht so. Trotzdem. Trotz seiner selbst. Er ist ein richtig guter Gefährte, auch wenn er ein bisschen sich vor den Fremden fürchtet. Er mag euch ein Duvodiat nennen, aber ich kann in euch mehr sehen. Der Meer, ich denke mal, das wird ein Name sein oder so, wird uns mehr sagen können, da bin ich sicher. Ja, dann wollen wir mal schauen, ob er das denn kann. Der muss ja hier irgendwo sein. Ist das der Chef? So, jetzt machen wir aber hier auch gleich den Stallmeister. Die vom Avan Brocktul. Es heißt, dass einige von uns vor langer Zeit gen Norden gezogen sind. Oh ja. Also falls ihr nicht wisst, wie das mit den Hobbits ist, erzähle ich es euch im Anschluss ans Video oder am Ende dieses Videos nochmal. Oder vielleicht ergibt es sich aber auch selbst. Die Erfahrung habe ich auch schon oft gemacht. Ich erzähle und erzähle und erzähle. Und dann kommt das hier in der Geschichte sowieso. Denn Turbine setzt schon immer ein bisschen auf was drauf, dass man ein bisschen die Hintergründe erfährt. Das ist schon ganz schick. So, da oben müssen wir hin. Ist das nicht hier schön? Ist das hier nicht schön? Ich finde das hier total klasse. Das ist so toll gelegen. Ach, herrlich. Hier müsste man viel öfter hin. Und so tun, als ob es ein Auenlanddorf wäre. Keine Ahnung. So, wir wollen mal sprechen mit Yolo. Brochtu. Die haben coole Namen, ne? Brochtu. So. Oh, ihr habt mich erschreckt. Ich grüße euch im Namen von Maurtulaus, Stienchen. Die Leute aus meinem Dorf interessieren sich sehr dafür, was ihr über Bingo Boffins Reise zu berichten habt. Ihr beide könntet zu uns gehören, wenn man eure seltsame Kleidung gegen etwas tauschen würde, das die Leute von Maurtulau tragen. Es gibt Traditionen, wie man Familienmitglieder zu begrüßen hat, die lange fort waren und zurückkehren. Ich denke, es wäre angebracht, Bingo und euch mit dem traditionellen Willkommensfest der Starren zu begrüßen. Das ist allerdings keine Kleinigkeit und uns fehlen die nötigen Zutaten. Ach nee. Wenn ihr uns die beschaffen könntet, wäre das Festessen deutlich schneller fertig. Sprecht mit den Bewohnern, um Zutaten zu sammeln und sucht auch in den Wäldern vor dem Dorf. Ihr müsst noch einiges beschaffen und verschiedene Gefahren meistern, bevor wir in Frieden essen können. Na, wer hätte das gedacht? Und das ist ja nun wirklich eine lange Liste. Wölfe besiegen, Keilerfleisch sammeln, Hirschbullenfleisch sammeln, Knollenfrüchte gibt es südöstlich von Maurtulau, beschafft Zutaten von, achso, okay, da gibt es jetzt noch extra Aufträge, Violet Isbrun, Jago Glenhut und Karadok Hennbuch. Ja, von denen, die haben sowas irgendwie... Ja, doch sehr Fremdländisches, ne? Von den Namen her. Gut, ich blende mal hier diese andere Aufgabe aus. Die stört mich gerade hier. Die habe ich mir zufällig angenommen. So, guckt mal hier. Diese Hüte sind auch schick. Da ist ein Hobbit mit Bart. Fällt mir jetzt erst auf. Ein Hobbit mit Bart. Ja, man sagt den Starren nach, dass sie auch durchaus einen leichten Flaum im Gesicht haben können. So, hier also. Worum geht es hier? Ich weiß, warum du gekommen bist, Dienchen. Karadok starrt dich an und Prince Small Turin, weiß ich nicht, guckt jedenfalls ein bisschen seltsam. Das Rezept für diesen, was ist denn Gravy? Mensch, ich bin heute aber auch echt, Moment, Gravy gucke ich nach. Moment. Da gucken wir nach. Da muss ich ja wissen, wofür das ist. Ach nee, so viel Zeit muss sein. Okay, jetzt habe ich es. Also, das Rezept für diese Soße wurde durch die Generation hindurch weitergegeben. Und kein Willkommensfest wäre vollständig ohne sie. Das beweist der Geschmack von allem, was es berührt.
Tatasch, Fleisch und Krustenbrot. Nimm es mit all meinen Wünschen und wisse. And now that from this. Achso, und ja, und merk dir das von jetzt an. Bingo will measure every meal against this one. Bingo wird jedes Essen gegen dieses eintauschen wollen, dank dieser Soße. Also eine leckere Soße haben wir schon mal bekommen. Eine leckere Soße. Gravy, ja, das muss ich mir mal merken. Also wusste ich auch nicht. Oh, Soße. Soße, Soße, Soße. So, oh. Guck dir mal weg. Nein, ich laufe ordentlich. Nein, ich bin hier bei Gästen. Ich bin hier Gast. So ist das. Und darum laufe ich jetzt hier anständig den Weg runter. Wäre doch gelacht. So, da hinten ist auch jemand, die was von mir will. Und hier vorne, wen haben wir denn da? Das ist Iago Glennus. Willkommen in Mautulhau. Ein Willkommensfest? Ich habe die Sache, die du brauchst, damit das ein ganz besonderes oder das besonderste Mal wird, was wir jemals in oder seit langer Zeit in Mautulhau hatten. Tatar, gigantisches. Nimm dieses, ja, diese feine Auswahl oder dieses feine Exemplar mit dir und es wird sicherlich eine ganze Menge an Gängen reichen. Ein Willkommensfest. Ich kann es fast nicht glauben. Ja, also Soße haben wir. Jetzt haben wir auch noch Tata. Und Tata, 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 Tatü. So, und was kriegt man noch Leckeres? Oh, das wird was zu essen sein. Of what kind are ye? Was? Das gibt ein Willkommensfest. Was für tolle Neuigkeiten. Wir haben so etwas schon lange nicht mehr gehabt. Und ich sage dir, nichts bringt dieses Dorf so zusammen wie ein Willkommensfest. Hier, ich werde dir etwas auf diesen famous Kräutern, also ach so, wunderbar gewachsenen Kräutern geben, um das Mahl zu bereiten. Sie werden ihm den richtigen Geschmack zufügen, so wie es mein Volk mag. Und ich bin sicher, Bingo wird es ebenfalls mögen. So, sehr fein. Also, tata, Soße und Kräuter zum Würzen. Das ist doch herrlich. Also das haben wir. Ja, und der Rest, der müsste ja jetzt außerhalb des Dorfes sein. Und uns jetzt hier, genau, einmal. Also die Wölfe, die besiege ich mal eben so alleine. Die Keiler auch, das ist jetzt kein Geheimnis. Das Hirschbullenfleisch wird sich auch finden lassen. Ja, mit den Knollenfrüchten. Südöstlich, was heißt denn südöstlich? Südöstlich, ja, eigentlich die Richtung, die ich laufe. Da müsste es ja dann die Knollen geben. Müssen wir mal schauen. Hey, was hat denn der Lange hier zu suchen? Also sowas. Müssen wir mal schauen, wo die Knollen sind. Mal gucken, ob wir hier schon Knollen finden. Knollenfrüchte. Genau, dann schauen wir da mal einmal drauf. Da sind sie. Ja, und davon eine ganze Menge. Ja. Das ist übrigens hier kein Hobbit. Das sind Bugarnjäger. Die sehen schon irgendwie aus wie Hobbits, ne? Ja, die greifen mich natürlich nicht an, weil ich ja schon lange über Level bin hier. Aber, unfreundlich sind sie. Aber es gibt eine Questreihe und dann findet man heraus, nein, sage ich nicht, mach doch die Questreihe selbst. Okay, so, dann sammle ich jetzt hier die Knollenfrüchte ein, erlege Wölfe, Keiler und Hirsche. Und dann sehen wir uns gleich erfolgreich wieder. So, das ging auch recht fix. Jetzt habe ich sie alle zusammen. Und jetzt gibt es was zu essen, jetzt gibt es was zu essen. Wo soll ich denn hin? Ach, wieder zu dem Moment. Nein, ich reite nicht. Nein, nein, nein. Ich bin gerade ein bisschen stur. Achso, und mit Leuchtfeuer will ich ja auch nicht durch die Gegend. Nein, wir wollen uns hier benehmen. So gehört sich das. Ja, erzählen Sie noch was? Ich bin gespannt, ob Sie was erzählen. Also, vielleicht schon mal so viel. Es gibt ja drei verschiedene Hobbit-Stämme. Die Falbhäute, die Haarfüße und die Starren. Und die gehören hier zur größten Gruppe der Starren. So, mit dem sollen wir sprechen. Was bringt euch nach Mautulhau?
Nicht nötig, noch etwas zu sagen. Ich wurde bereits über das Willkommensfest unterrichtet und die Vorbereitungen sind auch schon fast fertig. Ja, und das wird hier, diese Zutaten werden benutzt werden für das spätere Festmahl, für das Essen. Ein Willkommensfest ist keine Kleinigkeit. Ich erzähle dir die Wahrheit. Der Tisch muss abgesetzt werden am Osten, am Wasser, am Fluss oder See im Osten. Und du solltest dort mal hingehen, um den Anfang ja mitzubekommen, nicht zu verpassen. Zum Fluss. Da geht man. Okay. Ach hier. Okay. Okay. Den kenne ich gar nicht. Es gibt nämlich hier eine versteckte Tat. Übrigens, wer das nicht kennt, und zwar hier gibt es eine versteckte Tat. Das hat irgendwas mit Angeln, glaube ich, zu tun. Gibt es einen Titel, den man bekommt, wenn man sich hier einmal durchschlägt? Da kommt man mit per Quest, glaube ich, gar nicht hin. So, Bingo ist schon soweit. Na, ein großes Willkommensfest ist das nicht. Was ist denn hier los? Die sehen jetzt auch nicht unbedingt. Helle sieht ganz unglücklich aus. Viola? Na, mal schauen. Sprechen wir mal mit ihm. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, dass wir ohne euch angefangen haben. Tja. Ja, doch. Ich denke. Ich denke, wird genug noch da sein, um das fortzusetzen. Unsere neuen Freunde sagten, dass ein richtiges Willkommensfest immerhin eine ganze Woche dauert. Ja. Und damit werden wir dann jetzt wohl eine Woche hier feiern. Homesick, ja, Heimweh und oder einfach krank. Also Heimweh oder einfach weh, so ungefähr. Es ist natürlich schade, dass sie es jetzt hier, gerade für die, ich meine, ich bin auch nicht so toll im Englischen, das merkt ihr selbst. Und für diejenigen, die jetzt gar nicht mit Englisch können, ist es natürlich schade. Aber wir sollten froh sein, dass wir überhaupt hier eine das Spiel in Deutsch spielen können. Warum laufe ich nochmal zurück und bleibe hier nicht beim Festmahl? Ja, ich wollte ja eigentlich noch was erzählen, ne? Also, die drei Völker habe ich schon erwähnt und es ist so gewesen, wer das nicht weiß, die Hobbits stammen ursprünglich aus dem Gebiet der Schwertelfelder und es sind drei verschiedene Völker gewesen und die haben sich, nachdem die Bedrohung im Düsterwald ja losging, vor gut, jetzt lasst mich mal lügen, 1600 Jahren oder so auf den Weg gemacht und haben sich eben hier, ich weiß gar nicht, ich meine, sie sind sogar ja unten lang im Nebelgebirge, obwohl nee, es kann auch sein, dass sie einige Pässe benutzt haben. Und einige sind auch unten lang, glaube ich, und sind dann eben nach Eriador gekommen und haben hier, ja, denke mal, das wäre das Logische, ne, auch, viele Siedlungen hinterlassen. Es heißt auch nicht, dass die Schwertelfelder völlig hobbitfrei wären, also vielleicht hat Turbine ja für uns dann nochmal irgendwann so ein kleines verlassenes Dörfchen irgendwo, denn der Gollum, den kennt ihr ja alle, der war ja auch mal ein Hobbit und der hat hier eben im Anduin den Ring gefunden. Ja, so war das. Und jedenfalls sind diese Völker dann hier lang und die Stadt waren diejenigen, ja, darum heißen sie auch so, die eben am langsamsten waren, das größte Volk, die sich nicht so recht vorantrauten, während die Feilpeute und Haarfüße sich schon lange aufgemacht hatten und hier schließlich erst nach Bre und dann hier ins Breland und dann ins Auenland kamen. Und zum Schluss dann eben auch noch das Bockland besiedelten. Ja, so war das. Die haben sich auf den Weg gemacht, 1600 Jahre her. Das Auenland selbst wurde vor, jetzt was haben wir, 18 oder 19, also 1418 oder 1419, vor 1418 oder 1419, ich bin jetzt unsicher. Mit Stienchen bin ich eigentlich schon in 19, ne? Vor so langer Zeit wurde das Auenland gegründet. Da hat der ehemalige König, der Arthedain, ihnen das Auenland zur Besiedlung freigegeben. Na,
War zum Schluss noch ein bisschen Geschichtsunterricht hier und ich mag es einfach hier. Es ist wirklich ein tolles Dorf. Ich mag das hier, wie verwinkelt das ist. Die Hobbit-Höhlen hier sehen toll aus. Schade, schade, dass man da nicht rein kann. Ja, das ist wirklich schade. Da würde ich doch gerne mal reingucken. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Jetzt geht es nochmal zurück zum Bingo. Denn jetzt habe ich dann doch Hunger und möchte noch was essen. Und das werde ich jetzt mal tun. So, und dann... Ja, aber ihr seht trotzdem ein bisschen traurig aus. Also, Riesenwillkommensfest? Ich weiß nicht. Könnte fröhlicher sein, oder? Wo ist Musik? Wo ist Tanz? Wo ist Spiel? Ein großer Tisch? Sieht ja alles lecker aus. Aber, ich weiß nicht. Naja, dann eben ich... Was habe ich geschrieben? Trinken? Nee, trinken möchte ich. Auf euch ein zum Wohl und macht es gut. Ja, schön, dass es hierher gegangen ist. Und ich freue mich drauf, dass es nächste Woche mit uns weitergeht. Wir tanzen hier jetzt nochmal einen vernünftigen Tanz, damit das hier auch wirklich nach einem Fest aussieht und nicht so ein trauriges Miteinander ist. Ich kann den Tanz gar nicht. So. Ich kann Hobbit tanzen nicht, oder was? Ach so, nee, Tanz, Hobbit. So, Tanz, Hobbit, Tanz. So sieht das aus. In diesem Sinne, alles Gute für euch. Trauriger Laden hier. Tschüss, macht's gut. Euer Sienchen und Eiko Weiß.